Spacefeld und so weiter. Also in unserer letzten Umfrage liegt die SPD weiterhin vorn mit 25% in der aktuellen Stimmung. Dann kommt die Union mit 22%, hat die letzten Wochen wieder etwas Boden gut gemacht. Und die Grünen dann doch deutlich auf dem dritten Platz mit 17%. Die entscheidende Frage wird eigentlich sein, was mit diesen Unionswählern passiert, die 2017 noch die CDU-CSU gewählt haben, diesmal aber wegen Armin Laschet, wegen dem Kandidaten, sie eigentlich nicht wieder wählen wollen. Und da ist dann eben die entscheidende Frage, ob diese Wähler die Hürde Laschet nehmen und dann trotz Laschet noch die Union wählen, ob es da noch eine größere Zahl gibt, die es grundsätzlich ergibt, ob die das dann auch tun. Oder ob die dann eher der Wahl fernbleiben oder vielleicht sogar nochmal eine andere Partei wählen. Die Mehrheit glaubt, dass Scholz nach der Wahl Kanzler wird. Aber die Frage ist natürlich, ob er das wird, denn es ist ja nicht ausgemacht, dass die stärkste Partei, so die SPD, denn vorne liegt, am Ende auch den Kanzler stellt. Das ist ja eine Frage, die man erst nach der Wahl erfahren wird. Leute in dem Moment, wo sie ihre Wahlentscheidung treffen, schauen natürlich nicht nur auf ein Thema, sondern wollen eigentlich wissen, welcher Partei traut man denn am ehesten zu, diese Vielzahl von Problemen zu lösen. Das heißt, die Themen sind das eine, aber das, was die Leute den Parteien zutrauen, ist nochmal das Entscheidende. Ich hoffe nicht, wahrscheinlich.